Wir sind heute mit einem ganz besonderen Zug zwischen Kopenhagen und Malmö unterwegs, nämlich dem X2000 der SJ, also der schwedischen Eisenbahn, der hier von Kopenhagen bis nach Stockholm fährt, und wir fahren eben das Stückchen zwischen Kopenhagen und Malmö mit. Normal werden auf dieser Route die Öresundszüge eingesetzt. Dass man jetzt hier den X2000 nutzt, ist eher ungewöhnlich, ist auch ein bisschen teurer, aber ich wollte ihn euch gerne mal zeigen, und man weiß ja nie, wann man das nächste Mal nach Schweden kommt, und deswegen haben wir hier die Möglichkeit genutzt, mit dem X2000 zu fahren. Ja, und wir sind jetzt in der zweiten Klasse dann unterwegs. Wir schauen erstmal rein in den Zug. Also fällt sofort auf, ja, skandinavisches Design mit hellem Holz, mit klaren Farben und Linien. Und wir gehen hier einmal durch das Bordbistro hindurch. Hier hat man also die Möglichkeit, verschiedenste Snacks zu kaufen. Und hier auch eine kleine Sitzecke, wo man dann etwas essen kann. Macht ja auch Sinn, denn bis nach Stockholm braucht dieser Zug schon einige Stunden. Demzufolge ist er auch ganz gut ausgestattet. Ja, die Sitze sind wirklich extrem bequem, sehr, sehr weich. Wir haben eine tolle Ausstattung mit Schmetterlingstischen, natürlich beweglichen Armlehnen, Leseleuchten, Sonnenblenden, Steckdosen, also wirklich alles, was man sich so wünschen kann. Die Sitze sind auch verstellbar und wie gesagt, sie sind einfach extrem weich. Man fühlt sich so ein bisschen wie in einem Ohrensessel, also wirklich selbst in der zweiten Klasse unglaublich komfortabel. Hier ein Blick in die Reihensitze, also auch ein toller Sitzabstand, auch hier genauso eine hervorragende Ausstattung vorhanden. Wir fahren jetzt hier los raus aus dem Hauptbahnhof von Kopenhagen und unser nächster Halt ist dann der Flughafen und dann geht es weiter nach Malmö. Wie gesagt, auf dieser Strecke macht es eigentlich keinen Sinn, den X2000 zu nutzen. Das ist zwar ein Hochgeschwindigkeitszug, aber auf dem kurzen Stück bis nach Malmö ist er sogar langsamer als die Öresundszüge, die eine deutlich höhere Beschleunigung haben. Demzufolge haben wir das wirklich nur gemacht für das Video. Es war preislich minimal teurer, kein großer Unterschied. Aber wenn man es mal erleben möchte, auch diese kurze Strecke eignet sich dafür schon ganz gut. Insbesondere, weil wir ja auch über die Öresundsbrücke fahren und da auch eben die Höchstgeschwindigkeit des Zuges nutzen können. Wir können hier bis zu 200 km/h fahren, das auch die Höchstgeschwindigkeit des X2000 ist. Die Brücke ist übrigens komplett mit schwedischen Signalen ausgestattet und somit für 200 km/h geeignet und damit Dänemarks schnellste Bahnstrecke. Denn normalerweise erlauben die dänischen Signale nur 180 km/h. Da eben hier auch der Teil, der eigentlich zu Dänemark gehört, mit den schwedischen Signalen ausgestattet ist, kann man hier auch in Dänemark 200 fahren. Wir sind also gerade der schnellste Zug Dänemarks sozusagen. Denn wir können die 200 km/h hier auch ausfahren. Das ist auch unsere Höchstgeschwindigkeit. Und so sind wir hier wirklich in wenigen Minuten über die fast 8 Kilometer lange Brücke gefahren. Man sieht es hier eigentlich auch relativ deutlich, dass wir schon noch mal schneller unterwegs sind als die Öresundszüge, mit denen wir ja im letzten Video hergefahren sind. Wenn man sich das noch mal im Vergleich anschaut, sieht man das schon, dass wir hier noch mal deutlich schneller unterwegs sind. Aufgrund der längeren Haltezeiten und der langsameren Beschleunigung sind wir aber, wie gesagt, trotzdem langsamer von der Fahrzeit her als die Öresundszüge. Hier haben wir dann auch schon Malmö wieder erreicht. Da kommt ja zunächst der Bahnhof Malmö-Hillie. Dort werden wir allerdings nicht anhalten, sondern wir fahren hier nonstop durch und halten nur am zentralen Bahnhof von Malmö und
Dort steige ich dann auch wieder um auf den Pogatok. Das habt ihr ja im letzten Video schon gesehen. Deswegen fahren wir jetzt hier auch einmal durch den City-Tunnel von Malmö. Früher war Malmö ein Kopfbahnhof und man musste umständlich um die Stadt herumfahren. Heute geht das per Tunnel. Man fährt mitten unter der Stadt hindurch. Und auch der Bahnhof Malmö Central ist heute teilweise unterirdisch. Der Kopfbahnhof existiert weiterhin für alle Züge, die hier starten und enden. Aber alle Durchgangszüge können den Teil hier unten nutzen, den wir gerade einfahren. Ja, wie gesagt, dort sind wir dann umgestiegen auf den Pogatok. Das habt ihr im letzten Video schon gesehen. Das heißt, im nächsten Video wird es dann mit der Fähre von Trelleborg zurück nach Rostock gehen. Davor schauen wir uns hier aber noch die Ausfahrt des Zuges an, der übrigens auch für Deutschland und die USA angedacht war, dort aber dann letztendlich nicht zum Einsatz gekommen ist. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann dann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.